Freunde, heute prank ich Ogri in Minecraft. Und zwar werde ich mich einfach in Monster verwandeln und ihm helfen oder ihn richtig krass trollen. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Die ganzen Pranks werden richtig, richtig witzig. Und Freunde, holt euch unbedingt was zu knabbern, denn das hier ist ein XXL-Video. Mega-Angebot, zwei Eisen gleich ein Angebot, Diamant. Ein Angebot. Ich kann mir endlich die Diamanten gönnen. Ich liebe Diamanten. Ogri, was machst du denn hier? Warst du gerade etwa im Minenschacht, um die ganze Zeit Eisen zu farmen? Genau, ich trade jetzt ein Eisen für einen Diamanten. So ein geiles Angebot habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin so früh... warte mal. Zwei Eisen, aber eben hieß es nur noch ein Eisen. Ogri, ich glaube, du hast dich verlesen. Da steht zwei Eisen. Oder die Villager haben den Preis geändert. Ey, was soll das, Junge? Abo und Like. Ey, Freunde, lasst den beiden Abo und Like da. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Simlucky, sie haben wirklich den Preis geändert. Zu 100%. Eben stand dort noch ein Eisen und jetzt auf einmal steht dort zwei Eisen. Mann, was mache ich denn jetzt? Ich habe ein Eisen gefarmt. Ich habe so hart geackert und jetzt... Und jetzt? Ey, Ogri, du musst nicht weinen, Alter. Alles gut, Mann. Aber ich hab momentan... Ich muss nicht weinen. Was redest du? Ich liebe Diamanten. Und wenn ich keinen Diamanten habe, dann ist mein ganzer Tag versaut. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Aber hier ist wenigstens ein kleines, süßes Hühnchen. Oh Mann, Freunde, Ogri tut mir sowas von leid, Mann. Schaut euch das an. Der wollte unbedingt Diamanten kriegen. Ihr wisst ja, wie er Diamanten liebt. Und jetzt kann er die einfach nicht kriegen, weil diese blöden Villager einfach den Preis geändert haben. Naja, ich muss dem irgendwie helfen. Das Problem ist nur, ich habe selber nicht so viel. Schaut euch das an. Das Einzige, was ich habe, ist eine Lederrüstung. Obwohl, warte mal, Freunde. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich werde mich heute einfach in einen Enderman verwandeln, um Ogri zu helfen. Let's go, das mache ich. Und wo ist jetzt Ogri? Naja, ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir gehen jetzt nämlich hinter diesen Baum, damit uns niemand sieht, und verwandeln uns jetzt in den Enderman, Freunde. Passt auf, und damit werden wir einfach Ogri in dem heutigen Video richtig cool helfen. Und, Junge, Rosch, Alter, was soll das? Geh weg von mir! Wow, okay, er geht schon weg. Alles gut, Freunde. Also, wir verwandeln uns in den Enderman in 3, 2, 1 und los. Und boom, Freunde, somit habe ich mich jetzt auch schon in den Enderman verwandelt. Und schaut euch einfach mal an, wie echt das aussieht. Ich meine, ich sehe da keinen Unterschied zum normalen. Oh, und da ist ein Freund von mir. Yo, was geht? Okay, jetzt ist er weg. Ah, der ist da hinten, Freunde. Und das war's noch nicht. Als Enderman haben wir natürlich spezielle Fähigkeiten, wie das Teleportieren, Freunde. Stellt euch einfach mal vor, ich will dort oben hinkommen und dann teleportiere ich mich einfach mit der Enderman-Fähigkeit direkt dort oben hin. Let's go, Freunde. Ich würde sagen, damit werden wir jetzt Ogri heute richtig cool helfen in Minecraft. Vielleicht besiegen wir mit ihm sogar den Enderdrachen. Naja, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal Ogri. Ich glaube, der ist wieder in den Minenschacht dort vorne reingegangen, um Eisen zu finden. Ey, der will so gerne Diamanten haben. Der tut mir voll leid, aber irgendwie komme ich hier nicht rein. Ich meine, als Enderman sind wir jetzt auch richtig riesig, Freunde. Okay, wie wird der eigentlich reagieren, wenn er mich gleich sieht, Freunde? Ich traue mich einfach nicht. Und vorne sind zwei Creeper. Wie soll ich mit einem Holzschwert die besiegen? Hätte ich bloß Diamanten, dann hätte ich mir endlich mal ein Diamantenschwert machen können. Ich liebe Diamanten. Ein Enderman, ich darf ihn nicht anschauen. Okay, alles gut. Ey, Freunde, seht ihr das? Der denkt einfach wirklich, ich wäre ein Enderman. Und man darf ja Endermans nicht anschauen. Deswegen schaut er mich nicht an. Naja, ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er mir vertraut. Wie wäre es denn, wenn ich einfach diese Skelette dort angreife? Und die greifen ihn an. Nein! Oh Mann, ich habe keine Chance gegen die Skeletten und Zombies. Lucky muss mir mal endlich helfen, Diamanten zu finden. Schaut mich der Enderman so an. Verdammt, ich krieg langsam Angst. Und vorne ist ein Zombie. Oh nein, oh nein, oh nein. Freunde, ich werde ihm jetzt sogar im Geheim helfen. Aber das weiß er nicht. Nämlich teleportiere ich mich jetzt hin und verteidige ihn. Let's go! Sehr gut, der Enderman hat mir geholfen. Seit wann attackieren Enderman Zombies? Voll komisch. Egal, ich traue mich dort nicht mal rein. Also, wir helfen jetzt Ogri, indem wir die ganzen Mobs töten. Was passiert dort? Warte mal, der Enderman attackiert die Zombies? Ja, Ogri, du hast es richtig gesehen. Leider hört er mich nicht, Freunde. Deswegen muss ich ihm irgendwie zeigen, dass ich ein lieber Enderman bin, indem ich jetzt zum Beispiel die ganzen Skelette hier töte. Let's go! Warte mal, der Enderman tötet gerade einfach Skelette und ganzen Zombies. Und er geht in Wasser?
Ein Enderman, der in Wasser geht? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und warum schaut er mich die ganze Zeit an? Ich krieg langsam Angst. Ey, Mann, Freunde, wann checkt er endlich, dass ich ein lieber Enderman bin? Was soll ich noch alles tun? Naja, ich glaube, ich sollte ihm was droppen. Vielleicht essen oder so. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann lasst ein Abo und ein Like da. Okay, mal testen, ob es klappen wird. Und davor töten wir nochmal hier den Creeper. Nein, schnell hier weg. Ein Enderman verfolgt mich. Sei Maki, Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Nein, 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 schnell hier weg. Ey, Mann, Freunde, er hat noch immer Angst vor mir. Wisst ihr was? Ich TP mich jetzt einfach vor ihn und... Wow, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe mich einfach einen Block tippet. Naja, und jetzt droppe ich ihn einfach essen. Weil guckt euch das einfach mal an. Der hat sowas von Angst vor mir. Das brauchst du nicht. Ich gebe dir Essen. Let's go. Warte. Uno momento de secundo. Hat der Enderman mir gerade Hähnchenfleisch gedroppt? Gebratenes Hähnchenfleisch? Woher hat er das? Das Einzige, was ich von Endermans weiß, dass sie immer Grasblöcke transportieren. Habt ihr das gehört? Grasblöcke? Okay, ich darf auf keinen Fall auffallen, weil gerade ist es ziemlich offensichtlich, dass ich Sam Lucky eigentlich sein kann. Also ich nehme die Grasblöcke und droppe die ihm auch mal. Schnell hier... Jetzt droppt er mir Grasblöcke. Jetzt weiß ich es. Sie sammeln ihr ganzes Leben lang Grasblöcke, um dann im Endeffekt irgendwelchen Leuten Grasblöcken zu schenken. Endermans sind ja eigentlich super, super nett. Denkt ihr, ich kann ihm auch in die Augen schauen? Ich meine, er ist so ein lieber Enderman. Ich versuch's mal eine Sekunde und dann renne ich weg. Und... weg hier! Oh Mann, Freunde, was ist mit Ukri los? Ich muss schnell hinterher. Der hat wirklich noch immer Angst vor mir. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Schau dir's an. Ich habe einen Grasblock in der Hand. Ich bin ein ganz normaler Enderman. Okay, ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal ein mit unserer Teleportationsfähigkeit und werden ihm jetzt zeigen, dass wir ein normaler Enderman sind. Bitte nicht. Warte mal. Er attackiert mich gar nicht. Enderman. Ey, Junge, wie lange will der eigentlich noch glauben, dass ich ein böser Enderman bin? Essen und Blöcke? Wow, du bist ja wirklich übelst nett. Und dafür würde ich sagen, muss ich mich einmal bei dir bedanken. Sorry, dass ich so viel Angst vor dir hatte. Du bist eigentlich ein netter Typ. Du bist irgendwie viel größer als ich, aber alles gut. Ja, Freunde, da hat er recht. Ich bin ein ganz großes Stück größer als er. Naja, ich würde sagen, wir helfen jetzt Ukri. Ich habe auch schon eine Idee, wie, weil, was macht der da, Freunde? Egal, das ignorieren wir. Ich werde jetzt gleich in die Höhle gehen und dort richtig viel Eisen platzieren. Ukri findet ja nie welches, damit er sich endlich das Mega-Angebot kaufen kann, Freunde. Lieber Enderman, verrate mir, hast du Diamanten? Schau mir ganz tief in die Augen. Ob ich Diamanten habe? Nein, nicht jetzt. Ich gebe dir erstmal Eisen. Damit kannst du dir ja Diamanten kaufen. Keine Diamanten? Nein, Freunde, was will der nur? Der will mich jetzt mit Wasser töten, Junge. Geh weg, Mann. Ey, Freunde, das war keine gute Idee. Ich sag's euch ganz ehrlich. Okay, ich habe eine Idee, wie der mich aufhört zu verfolgen. Ich drop ihm einfach seine Lieblingsblume. Eine blaue Blume. Hoffentlich hört er dann auf, mich zu verfolgen und versucht mich nicht mehr zu töten. Eine blaue, schöne Blume, alter Enderman. Ich werde dich doch nicht um... Ich finde, du bist echt ein liebenswürdiger Enderman. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so nett ist wie du. Nicht mal Sam Lucky kommt da ansatzweise ran. Wie? Was soll das denn heißen? Ich werde dir gleich Diamonds und sowas geben in der Höhle. Also, entspann dich mal. Ich meine natürlich Eisen. Okay, wie schön es auch war mit dir, Enderman. Ich muss zurück in die Höhle. Ich habe zwar immer Unglück in der Höhle und finde niemals Diamanten oder Eisen, aber... Wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal Glück. Ich meine, ich will doch endlich mein Diamantenschwert. Oh Mann, Freunde, habt ihr das gehört? Der ist richtig traurig. Das heißt, ich werde dem jetzt richtig viel Eisen dorthin platzieren, damit er sich endlich Diamanten kaufen kann bei diesem Mega-Angebot. Und diese Villager mag ich immer noch nicht. Okay, Freunde, er ist genau hier vorne. Ich würde sagen, ich teleportiere mich einfach ein bisschen weit nach hinten und werde hier jetzt das ganze Eisen platzieren. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Obwohl, das machen wir einfach hier mal. Dann sieht er mich ganz bestimmt nicht. Und jetzt, Freunde, macht euch gespannt. Wir platzieren richtig viel Eisen. Okay, wir fangen hier an, platzieren hier schon mal 4 Stück. Und Freunde, hier unten machen wir es eine riesen Eisenquelle. Let's go, Mann. Er wird sich sowas von freuen. Freunde, falls ihr auch mal so eine riesen Eisenader finden wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo und ein Like da. Vielleicht findet ihr ja bei der nächsten Höhlentour so viel Eisen. Naja, ich glaube, das sollte jetzt reichen. Damit könnte der sich eine Full Eisenrüstung machen und ultra viele Diamanten kaufen. Und Freunde, da kommt er auch schon. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Schon wieder ein Enderman. Warte mal, hat der etwa Eisen in seiner Hand? Nee, ein Grasblock, da habe ich mich wohl verguckt. Egal, komm, ich muss hier schnell runter. Ich darf ihm nicht in die Augen schauen. Warte mal, das ist der Enderman von gerade eben. Er droppt mir wieder Grasblöcke. Oh, verdammt. Ey, Enderman, ich liebe dich. Aber weißt du was? Grasblöcke bringen mir nichts. Es tut mir leid. Aber... Eisen! So viel Eisen!
Endlich habe ich Glück, Let's go, Freunde! Wir haben's geschafft, Mann! Er hat das ganze Eisen gefunden! Ja, alles dank dir, Enderman! Irgendwie war dort eben noch kein Eisen, als ich in diese Höhle reinging. Und jetzt auf einmal, nachdem du hier drin warst, hat sich irgendwie die Höhlenstruktur verändert. Aber ich liebe dich dafür, Enderman. Irgendwas an dir ist besonders. Ich spüre es. Ey, Freunde, wir konnten Ukri heute schon so cool helfen. Und wir werden noch mit viel coolerem Ding helfen. Also guckt das Video unbedingt bis zum Ende und schaut euch einfach mal an, wie viel Eisen der dort jetzt abbaut. Ich frag mich nur, warum der sich nicht wundert, dass das so viel auf einer Stelle ist. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, Alter, wie viele sind das denn bitte sehr? Da hatte ich ja heute mal richtig, richtig Glück. Und eben habe ich doch geweint, weil ich so Unglück habe. Mann, der Tag kann sich so schnell ändern und das alles dank diesem Enderman. Also Freunde, ihr habt's gehört, mich macht's richtig glücklich, dass ich Ukri den Tag etwas versüßen konnte. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal gemeinsam hoch und kaufen für ihn Diamanten ein. So, jetzt kann ich endlich hochgehen und dort kann ich mein Lieblings-Item finden, nämlich Diamanten. Mein Lieblingserz von allen. Das ist so ein tolles Erz. Einfach die Struktur, alles daran. Es glitzert so schön. Ich kann es einfach nicht in Worten beschreiben. Okay, Ukri, wir haben es verstanden, dass du Diamanten liebst und jetzt kannst du dir Diamanten kaufen. Let's go! So, hört zu, Dorfbewohner dieses Dorfes. Jetzt werde ich euch zeigen, wo der Hammer hängt. Ich habe jetzt so viel Roheisen gefunden und das werde ich jetzt mit euch traden. Habt ihr mich verstanden? Und jetzt kommt her, gebt mir eure Diamanten her. Ihr habt es mir versprochen. Freunde, schaut euch einfach mal das an. Ukri tradet gerade das Eisen mit den Villagern. Wie cool ist das denn bitte sehr? Und gleich kann er sich die ganzen Diamonds rausholen. Ich freue mich schon für ihn. Gib mir mein Eisen wieder her, wenn du mir keine Diamanten ausrücken möchtest. Weißt du was? Ich sag dir ganz ehrlich, ist mir doch egal. Ich schnapp mir einfach die Diamanten, die hier im Shop sind. So, und so. Und ihr gebt mir 8 Diamanten, obwohl ich so viel bezahlt habe. Warte mal, was? Haha, abgezogen. Du blaues Furzgesicht. Ey, ist das euer Ernst? Ich brauche mehr Diamanten, Mann. Was soll das? Ey, Mann, ihr seid so ehrenlos, Alter. Wie könnt ihr Ukri beleidigen? Du blaues Furzgesicht und haha, abgezogen? Junge, Alter, ihr habt dort einen Festpreis aufgeschrieben. Sowas macht man nicht. Weg mit euch, Alter. Dafür verdient ihr es, geschlagen zu werden. Ja, haut bloß nur ab, ihr dummen Villager. Okay, was macht der denn da? Ja, hau nur ab, Alter. Ukri, das tut mir sowas von leid. Leider kann ich ihm das nicht sagen, weil ich ein Enderman bin. Aber ich habe eine bessere Idee, Freunde. Alles verloren. Das ganze Eisen für 8 Diamanten. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Die haben dich einfach abgezogen. Ich regel das schon, Ukri. Heute bin ich als hilfreicher Enderman am Start. Das heißt, ich muss dir helfen. Haha, abgezogen, haha, abgezogen. Jetzt sagen die das schon beide. Wisst ihr was? Nicht mehr lange und dann werdet ihr weinen. Ich habe nämlich eine richtig gute Idee, Freunde. Und Ukri schwimmt dort. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit dem los ist. Der ist bestimmt ultra traurig. Oh Mann, ich bin so traurig. Nichts kann mich happy machen. Nicht mal das schöne blaue Wasser. Oh, jetzt mag er sogar blau die Farbe nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Normalerweise mag der doch blau immer so sehr. Okay, dafür muss ich mich auf jeden Fall an den Villagern rächen. Wisst ihr was? Ich sehe dort schon die ganze Zeit diese Kiste und ich frage mich die ganze Zeit, was kann dort nur drin sein? Bestimmt sind dort Diamonds. Die haben dort vorne ja nur 8 Stück hingemacht, aber wahrscheinlich haben die dort in der Kiste einfach alle versteckt. Das heißt, ich mache jetzt hier das Fenster auf. Ich hoffe, die haben das nicht bemerkt. Wenn ja, dann bin ich am Arsch, Freunde. Aber die haben dort auch so einen Zaun hingemacht. Das heißt, das Ganze ist hier richtig sicher. Ihr denkt euch bestimmt, wie will ich dort reinkommen, wenn dort ein Zaun ist und hier nur ein Block Platz ist. Ich tippe mich einfach rein, Freunde. Richtig gehört. Also 1, 2 und 3, Freunde. Let's go. Okay, wir sind drin, Freunde. Bitte bemerken die mich nicht. Ich bin ziemlich groß, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und Alter, sind hier viele Diamonds drin. Ich würde sagen, wir klauen es jetzt einfach mal, damit das nicht auffällt. Machen wir hier die so wieder hin. Und ich glaube, so sollte das ganz okay sein. Hoffentlich fällt das nicht aus. Wir gehen hier wieder raus. Let's go, Freunde. Und rennen jetzt weg. Perfekt, Freunde, wir haben es geschafft. Und die Villager werden sich bestimmt gleich wundern, was passiert ist. Aber jetzt kann ich Ukri richtig glücklich machen. Ukri, wo bist du? Okay, Freunde, ich glaube, Ukri befindet sich genau hier vorne in diesem Haus. Naja, ist auch nicht unschwer zu erkennen. Ich meine, das Haus ist einfach umrandet mit blauer Wolle, Junge. Was fällt dem eigentlich jedes Mal ein? Naja, ich würde sagen, wir klopfen einfach mal an und tun so, als ob wir nichts vom Enderman wissen und mal gucken, was der mir so erzählen wird. Hallo, Ukri, bist du da? Warte mal, was machst du dort vorne? In der Ecke.
Ey, Sam Lucky, Mann, du kannst mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Bitte lass mich einfach allein. Ich brauche jetzt meine Ruhe, Mann. Alleine lassen? Ey, als Hammer, was passiert ist? Warum bist du so traurig? Du würdest mir eh nicht glauben. Ich habe eben schon den Leuten aus dem Dorf das erzählt und keiner hat mir geglaubt. Ich würde sie nicht glauben. Naja, wenn das jetzt nicht irgendwas komplett komisch ist, wie zum Beispiel, dass ein Enderman reden kann und dir helfen kann, dann würde ich es dir glauben. Aber warte mal, Sam Lucky, genau das ist passiert. Ein Enderman, der mir geholfen hat und schau, was er mir geschenkt hat. Ein Grasbock und dazu noch ganz, ganz viel Eisen. Okay, was redest du da, Alter? Was für Grasblock, den kannst du überall finden. Und Eisen? Naja, Eisen hattest du ja keins. Aber hast du jetzt auch genügend Diamanten gekauft? Weißt du was, ich hab Diamanten, ja? Ich hab Diamanten, aber nur 8 Stück, obwohl ich mit einem Stack Eisen gehandelt habe. Und weißt du warum? Weil diese Dorfbewohner hier alle einfach nur fies zu mir sind. Erst ziehen die mich ab und dann glauben die mir nicht mal, dass irgendein Enderman hier war und mir geholfen hat. Okay, okay, Ukri. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Hoffentlich geht's dir bald besser, aber ich bin erstmal weg. Ciao, ciao. Dein Ernst? Oh. Ihr habt's gehört, Freunde, der Plan ist einfach aufgegangen. Er hatte keinen Schimmer, dass ich der Enderman war. Und kein Wunder, dass ihm niemand glaubt. Ich meine, ein Enderman, der jemandem hilft, das kann ja nur nicht wahr sein. Naja, ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt wieder in Enderman. Und was machen wir, die ganz vielen Hühnchen hinter mir? Alter, was soll das? Weg mit euch! Wow, Freunde, wir sind jetzt wieder der Enderman. Und ihr wisst ganz genau, was wir als Enderman machen. Nämlich helfen wir Ukri. Und ich habe mir schon was Cooles überlegt. Nämlich nehmen wir hier die Kiste. Ich hoffe, Ukri schläft gerade. Es ist nämlich gerade dunkel. Und tut der auch schlafen? Okay, ich glaube, der ist auch immer traurig. Hoffentlich hat der mich nicht gesehen. Okay, wir platzieren jetzt hier eine Kiste und tun dort jetzt richtig viele Items rein. Und zwar die Items, die wir einfach von den Villagern geklaut haben. Let's go! Und wir tun jetzt dort die ganzen Diamonds rein. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Das sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe keine Ahnung, wie viele 6 Diamonds das sind, aber ultra viele. Damit ist jetzt die ganze Kiste voll. Okay, Freunde, ich glaube, das ist das Beste, was Ukri überhaupt passieren konnte. Da sollte sich jetzt richtig, richtig krass freuen. Okay, und jetzt würde ich sagen, wecken wir ihn mal. Nur, warte mal, wie komme ich hier rein? Ich klopfe einfach mal an der Tür. Ukri, bist du da? Schläft der gerade? Alter. Ich liebe Diamanten. Mein Diamante. Freunde, was geht denn da ab, Alter? Der mag Diamanten sowas von. Der träumt sogar schon von Diamanten. Und irgendwie hört das sich gruselig an. Naja, okay, ich stehe mal lieber auf. Es wird auch schon Tag. Oh, die Sonne ist auf. Enderman? Genau, richtig gehört. Ich bin der Enderman von gestern. Ich glaube, das ist wirklich der Enderman von gestern. Schaut euch den an. Der klopft an meiner Tür am Morgen und hat mir Brötchen mitgebracht. Oder was ist hier in der Kiste? Nein, Ukri, da sind ganz bestimmt keine Brötchen drin. Guck einfach mal selber rein, dann wirst du erfahren, was da drin ist. Ich habe die hierher gebracht. Haha. Enderman, ich weiß nicht, vielleicht verstehst du mich nicht. Aber hör mir zu, du bist der Einzige, mit dem ich reden kann. Okay, Ukri, jetzt bin ich gespannt, was du sagen wirst. Ich träume jede Nacht über Diamanten. Und jetzt, ich will endlich sie finden, weißt du, aber ich finde sie einfach nicht. Was soll ich denn tun? Hast du irgendwelche Tipps, wo man sie findet? Nein, ich habe keine Tipps, aber vielleicht guckst du einfach mal in die Kiste. Das wäre ein ganz guter Tipp. Was mache ich eigentlich? Der kann mich sowieso nicht hören. Ah, er zeigt auf die Kiste? Aha, Enderman, ich verstehe. Ja, ganz genau. Ich will, dass du die Kiste öffnest. Vielleicht versteht er ja, wenn ich jetzt hier so springe. Öffne schon die Kiste. Ich glaube, der will wirklich, dass ich die Kiste öffne. Schaut mal, wie der rumspringt. Als ob der irgendwie glücklich wäre oder sowas. Okay, Freunde, vielleicht kann mich ein leckeres Frühstück in der Kiste aufmuntern. Und ein Frühstück aus Diamanten! Freunde, warte mal, ist das denn ernst? Wie viele Diamanten sind das? Warte mal, gehören die mir wirklich? Sind das wirklich meine Diamanten? Ja, ganz genau, Ukri. Die gehören ganz allein nur dir. Freunde, warte mal, ich glaube, die gehören wirklich mir. Diamanten, so viele Diamanten, ich bin jetzt reich, ja! Alter, das sind so viele. Ich freue mich sowas von für dich. Junge, wenn Sam Lucky hier hinkommt, dann werde ich ihm keinen einzigen abgeben. Ey, warte mal, was soll das denn jetzt heißen? Ich nehme dir gleich all deine Diamanten wieder weg. Oh, stimmt, der hört mich ja gar nicht. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, ist der perfekte Zeitpunkt, um den Prank aufzulösen. Und let's go, jetzt bin ich auch wieder der Alte. Und jetzt gehen wir zu Ukri und werden ihn überraschen. Ey, Ukri, was geht ab? Was geht ab, Sam Lucky? Ey, du weißt gar nicht, dort vorne ist der Enderman. Der Enderman ist weg. Oh Mann, du solltest ihn unbedingt kennenlernen. Er ist sowas von nett. Er ist viel netter als du, Sam Lucky. Vertrau mir. Wie netter als ich? Was, wenn ich dir sage, dass ich die ganze Zeit der Enderman war? Ey, ist das denn ernst, Sam Lucky? Oh Mann, du fieses, fieses Freunde, was ein wunderschöner Tag mal wieder hier in meiner Minecraft-Welt. Ey, ich freue mich schon. Wir können so viele coole Dinge erledigen.
Was macht Will Ukri und Orksi hier? Hm, ich frag die einfach mal. Weinst du etwa? Junge, was ist los mit dir? Sam Lucky, Mann, siehst du das? Unser wunderschönes Haus wurde gegrieft. Wir hatten so viel, wir wollten den Ender Dragon besiegen. Schau, ich hab mir sogar richtig viel Kleidung gekauft und irgendjemand ist gekommen und hat Verbrechen begangen. Das ist doch Verbrechertum. Ey, Verbrechen? Und ich sogar, das war ein Creeper oder sowas, Mann. Ich weiß nicht, was es war, aber es war ein böses, fieses Monster, das uns das Haus zerstört hat. Hilfst du uns bitte beim Aufbau wieder? Ey, das tut mir wirklich leid, Mann. Ich bin gerade auch am Farmen. Ich hab selber nicht so viel. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch bald wieder besser geht. Ey, ihr tut mir sowas von leid, Mann. Okay, das ist so uncool, Mann. Das Einzige, was uns geblieben ist, ist unser schönes Doppelbett. Komm, lass nebeneinander kuscheln und schlafen gehen, Ukri. Das ist das Einzige, was auch Sinn macht. Einfach schlafen gehen, komm. Ey, ihr tut mir so leid, Mann. Och, Mann, ey, Freunde. Ey, Freunde, was kann ich nur machen, damit es ihnen bald besser geht? Ich meine, guckt euch sie an, Alter. Denen geht's offensichtlich nicht gut. Wohl, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee, Mann. Ey, ich erzähl dir euch gleich, die ist sowas von gut. Und zwar werde ich mich einfach als kleines Zombie verwandeln und denen dann so im Geheimen helfen. Ihr fragt euch sicherlich, wie will ich mich in ein kleines Zombie verwandeln? Ich zeige euch einfach mal, was ich meine. Und boom, Freunde, somit verwandle ich mich jetzt auch schon ins kleine Zombie. Und als kleines Zombie kann ich denen einfach mal so richtig cool helfen. Und ich sehe gerade, ey, ich brenne einfach. Hör auf zu brennen, Junge. Warum brenne ich, Alter? Okay, Freunde, so ist das Ganze schon viel besser. Und als Zombie haben wir natürlich ein paar extra Features. Nämlich haben wir hier eine Ender-Chest. Und jetzt pass mal auf, was in dieser Ender-Chest einfach drin ist. Dort ist einfach übelst krasser Loot, mit dem wir Ukri und Orks, die behilflich sein können. Ihr habt ja selber gesehen, denen geht es einfach gerade gar nicht gut. Und die sind in einer schlechten Situation. Und vielleicht kann ich ihnen mit diesen Teilen hier helfen. Okay, ja gut, damit vielleicht nicht. Aber das können wir für andere Zwecke benutzen. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich gehe dort jetzt einfach mal hin und weg die, denn die schlafen dort nämlich. Was machen die dort? Ey, yo, 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 Bro, da hinten Zombie auf 12 Uhr. Komm schnell her, komm schnell her. Oh nein, Freunde, man, die wollen mich töten. Ey, Freunde, wie komme ich aus dieser Situation raus? Ey, ich habe eine Idee, Freunde. Ich werde denen einfach Fleisch droppen. Dann lieben die mich bestimmt. Ey, Bro, meinst du, er hat unser Haus gegrieft? Warte mal. Vielleicht. Ey, der hat uns Fleisch gegrobbt. Ey, genau das, was wir brauchten. Wir haben voll Hunger gerade. Warte mal, wieso hast du uns jetzt Fleisch gedroppt? Ja, ich hab euch Fleisch gedroppt, weil ich ein liebes Zombie bin. Jetzt versteht das doch endlich. Warte mal, ist dir aufgefallen, das Zombie, das hat gar nicht gebrannt, als es hier draußen war. Ja, stimmt. Und eigentlich brennt Zombie. Vielleicht ist das ja das erste liebe Zombie. Warte, Bro, ich riskiere es. Ja, geh du weg. Ich geh ein bisschen näher zu ihm ran. Okay, bitte töte mich nicht. Ey, Bro, er fässt gerade meine Hand an. Hä, wie cool ist das denn, Alter? Er liebt dich. Er denkt, du bist der Vater, nicht mehr seine Mutter. Ey, Mann, Freunde, was passiert hier? Das gefällt mir gar nicht. Ganz schnell weg hier. Oh nein, was soll ich nur machen? Warum sind die so komisch, Mann? Ich wollte ihnen doch nur helfen. Okay, ich muss jetzt irgendwie klarstellen, dass ich nur Liebes von denen will. Guck mal, ich nick sogar. Warte mal, Bro, der hat gerade genickt, aber wieso ist er bei unserem Haus? Warte, ich frage ihn einfach mal. Hast du unser Haus zerstört? Bro, zünde ihn mal an. Wir finden das jetzt raus. Ey, Mann, Freunde, das gefällt mir gar nicht, Mann. Eigentlich wollte ich ihnen ja nur bei deren Hausaufbau helfen und nicht irgendwelche komischen Dinge jetzt machen, Alter. Ich fühle mich ein bisschen bedrängt. Deswegen würde ich sagen, muss ich irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Obwohl, die ist ja schon auf mir drauf. Kleiner Zombie, schau mal, das Problem ist halt, unser Haus wird kaputt gemacht. Kannst du uns irgendwie helfen, Mann? Ach, egal, lass uns weiterbauen. Let's go, Mann, Freunde, das wollte ich gerade tun, ey. Der hat richtig auf das Thema geleitet. Ich würde sagen, die denken jetzt, dass ich denen nicht mehr helfen will, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue einfach mit denen das Haus weiter. Oh, schau mal, was er macht, Bro. Er baut das Haus mit uns weiter und ich habe die falschen Materialien aus Versehen benutzt und er hat direkt die richtigen. Kleiner, großer Zombie, hast du zufällig noch die richtigen Materialien für uns? Die richtigen Materialien? Ey, Freunde, das passt irgendwie alles. Ihr wisst ja, ich habe hier meine Ender-Chest und ich würde sagen, ich nehme da jetzt mal ganz schnell die Materialien raus, die sie brauchen. Was hat er da in der Hand? Er hat eine Ender-Chest, Dev. Das heißt, er war schon beim Ender-Drachen. Okay, Freunde, ich würde sagen, hieraus nehme ich jetzt diesen Leimschalker und dort habe ich ja deren Baumaterialien drin. Die versuchen hier irgendwie auch die ganze Zeit reinzugucken, aber ich glaube, die wissen nicht ganz, was eine Ender-Chest ist. Ich verstehe das nicht. Okay, Freunde, ihr habt es gehört, man, die sind ultra lost. Egal, ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier diese Chest und ich habe sie genau in meinem Baum platziert. Alles? Und jetzt nehmen wir doch schnell die Sachen raus und machen die wieder weg. So, damit die das auch nicht alles kriegen. Ich hab da gerade reingeguckt, der hatte da nur Diamantensachen drin. Was? Alter, ich hab keine Ahnung, woher der kommt. Aber vielleicht hat uns ja der liebe Herobrine uns das alles geschenkt. Ich hab keine Ahnung, was die da labern. Ich würde sagen, ich droppe den jetzt einfach mal die Materialien und vielleicht sind die dadurch ein bisschen glücklicher. Boah, wie cool ist das denn? Er droppt uns so viele Materialien. Los, okay, mehr, hier noch ein bisschen Stripped Hulk Wood. Let's go.
Dankeschön. Ey, mein Freund, ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht. Jetzt können die wieder ihr Haus aufbauen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So lange werde ich denen jetzt ein bisschen helfen beim Bauen, weil ich sehe, ey, das sieht gar nicht gut aus, Mann. Und ich würde sagen, bis in 20 Minuten. Wir regeln das schon. Okay, Freunde, das hat hier gerade wirklich richtig lange gedauert. Wir haben so ein schönes Haus hierher gezaubert. Guckt euch einfach mal an, wie schön das hier alles aussieht. Ey, das ist so cool geworden. Dankeschön, Mr. Mini-Zombie. Komm mal mit hoch. Schau sie einfach an. Ey, Freunde, sie sind schon richtig nett zu mir. Ich habe das Gefühl, ich bin Teil der Familie. Let's go. Bro, wenn Sam Lucky das sehen würde, würde es so durchdringen, so neidisch werden auf unser cooles Haus. Ey, kleiner Mini-Zombie, komm mal mit. Ich will zeigen dir noch was. Wenn die nur wissen, dass ich das hier gerade in diesem Moment sogar sehe, ey, die würden auch ausrasten. Okay, was will der mir zeigen? Schau mal, und zwar hier, das rechte Bett gehört mir und das linke gehört dem lieben Ukri. Und wir haben auch einen kleinen Platz für dich erschaffen. Komm mal mit. Ey, wie süß ist das denn bitte sehr? Er hat mir einfach ein eigenes Bett gemacht. Warte mal, wo führt der mich hin? Auf diesem Teppich kannst du schlafen. Ey, Junge, was soll das denn bitte sehr? Weg damit! Ey, ich will auch im Haus schlafen und nicht irgendwo außerhalb. Meinst du, der ist jetzt sauer? Warte, ich fütter ihn mal mit Fisch. Hier, ess Fisch und werd glücklich. Ey, der ist echt komisch, der kleine Zombie. Aber denkst du, der könnte uns vielleicht auch helfen bei einer anderen? Du weißt ganz genau, was wir noch alles schaffen wollen. Oh Mann, wenn ich hier schon daran denke, Spinnen und Monster wiederzusehen in der Höhle. Aber warte mal, vielleicht könnten wir ja mit den anderen Zombies kommunizieren und uns dann durchhelfen. Hör zu, kleiner Baby-Zombie, kleines Baby-Zombie. Wir wollen in eine Höhle gehen, kommst du mit? Wir wollen in eine Höhle gehen? Mit mir? Ey, das ist ja mal mega, mega cool. Und warum fängt es schon wieder an zu regnen? Natürlich muss ich mitkommen. Wir müssen als erstes in eine Höhle, um die ganzen Sachen für den Ender Dragon zu finden. Oh, denn das Problem ist, wir haben leider bisher nur Leder- und Holzmaterialien. Und ach so, mal, die wollen ja noch den Ender Dragon besiegen. Hab ich so vergessen. Okay, ich würde sagen, ich führe die mal zu einer Höhle und komm einfach mal mit dem mit. Und warte mal, die meinten ja, die haben keine Materialien und genau deswegen habe ich ja hier meine Ender-Chest. Ich würde sagen, ich platziere die mal wieder und gucken da einfach mal rein. Und ihr seht ja schon, ich habe hier einfach mal richtig coole Crafting-Tools. Zum einen eine Diamantenspitzhacke und richtig viele andere Sachen. Hey, ich baue die einfach ab, die Kiste, dann gehört die uns. Hey, ich glaube, der hat noch immer nicht verstanden, dass in die Kiste nur ich reingucken kann. Alter, 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 ey, lass meine Kiste in Ruhe. Oh, sorry, Baby-Zombie. Okay, ich würde sagen, wir nehmen hier einmal diesen Schalker raus. Und ihr habt bestimmt schon gesehen, was dort alles drin ist. Und zwar sind dort einfach richtig viele Diamanten drin. Und ich würde sagen, das bauen wir auch hier schnell wieder ab, damit die hier nichts anderes rausklaut. Und die geben wir denen jetzt mal alle, damit die auch sich wirklich quitten können. Wir haben ganz viele Diamanten-Tanz, damit er uns mehr gibt. Ey, Freunde, Mann, jetzt tanzen die wirklich, Alter. Das ist ja mega cool, okay. Ich werde denen ein paar Diamanten geben, aber wir werden auch noch in die Höhle gehen, weil wir müssen ja auch noch andere Dinge finden, wie Eisen oder auch Obsidian für den Enchanting Table. Und das habe ich jetzt leider nicht in meiner Schalker-Kiste. Oh. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit, oder? Was sagst du? Natürlich, damit werden wir bestimmt den Ender Dragon besiegen. Aber du weißt, wir müssen ja auch erstmal Obsidian farmen, um einen Nether zu erstellen und dann Blaze Rods zu farmen. Und dann müssen wir mit diesen Blaze Rods einen Ender Portal eröffnen. Oh, du weißt ja, wie das geht. Warte mal, da er bereits in der Drachen gekämpft hat gegen ihn. Das heißt, er kann es da schon hinbringen. Kleines Zombie-Teil, führe uns zum Weg. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Ich werde jetzt eine Höhle suchen und die dorthin führen. Ey, ich bin ultra gespannt. Das Ganze macht sowas von viel Spaß. Let's go! Ey, Freunde, wir waren gerade zufällig am Farm. Wir wollten ja eine Höhle erkunden. Und auf einmal haben wir hier einfach das End gefunden. Wie cool ist das denn bitte sehr? Die beiden bauen hier auch schon fleißig da den Stein ab. Wieso? Weiß ich auch nicht. Ey, Oxy, hast du schon das Enderportal gefunden? Oh, ich suche es noch. Okay, er sucht es. Ey, Mann, Freunde, wisst ihr was? Ich habe hier einfach schon richtig viele rote Blöcke hin platziert. Und die führen einfach zum Enderportal. Nämlich gibt es hier einfach immer mehr. Ich hoffe, die erkennen, dass das Ganze eine Spur ist. Vielleicht muss ich die irgendwie darauf bringen. Aber komm mal her, ich komm mal, hier sind so rote Blöcke. Verstehst du, wo die hinführen? Weil ich meine, das Baby-Zombie-Teil hat die Platz. Und dann sind auch ganz viele Zombies. Oh, keine Ahnung, vielleicht... Vielleicht führen die... Warte mal, ich weiß, wohin die führen. Zum 1, 2, 3... Enderportal. Let's go, meine Freunde. Die sind auch endlich mal drauf gekommen. Das hat auch lange gedauert. Springen, wenn das stimmt, Zombie. Ja, klar stimmt das. Let's go. Es stimmt, Bro. Let's go. Okay, ich würde sagen, ich muss mich noch ganz schnell equippen, weil immerhin werden wir gleich einen Enderdrachen besiegen. Und dafür brauche ich ein bisschen Loot. Dafür habe ich hier natürlich meine geheime Schalkerbox aus meiner Enderkiste. Und gebe mal ein bisschen zur Seite. Das ist jetzt mein Loot. Okay,
wir looten das Ganze was ganz schnell. Du, was zack, 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 zack. Das ist so eine grüne Kiste. Okay, die gucken mich schon wieder so komisch an, Alter. Das reicht mir langsam. Komm, wir bauen das Ganze ein. Hier kommt ihr nicht mehr durch. Alter, bau das zu. Na los, bau das auf. Ihr seid nicht mal so groß wie ich. Ihr könnt da nicht durch. Okay, das ist dirt. Ich brauche was Besseres. Naja, Freunde, ich würde sagen, ich rüste mich jetzt aus. Und zwar werde ich jetzt einfach zum Full Diamond Zombie. Wie cool ist das denn bitte, Servan? Ja, schau mal, Bro, wie cool er aussieht. Was ist denn mit dem passiert? Woher hat er denn jetzt noch eine Dia-Rüstung? Der hat doch schon so viele Dias uns gegeben. Ey, der ist so heftig. Okay, weiser Zombie, führe uns zum Enderweg-Portal. Los geht's. Okay, der Enderweg-Portal ist zwar mit roten Blöcken markiert, aber ich glaube, das haben die einfach noch immer nicht verstanden. Und, Bro, hier sind Zombies, pass auf. Ja, wir müssen erstmal, glaube ich, kämpfen. Warte, warte, das war sein Vater. Oh, ich habe seinen Vater. Tut mir leid, Kleine. Nein, alles gut, das war nicht mein Vater. Nicht jedes Zombie ist gleich mein Vater. Außerdem bin ich Semlak. Die das nur wüssten, Mann. Egal, kommt einfach mal mit. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir wollen immerhin die Besten sein und dafür müssen wir auch die Schnellsten sein. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier sind Zombies. Oh nein, hier sind richtig viele Zombies. Wir müssen die besiegen. Komm schon. Ey, Mann, was tötet der mich, Junge? Ich bin nicht das Zombie. Verdammt, Mann, hier ist ein Baby-Zombie. Okay, zack. Töte er. Nein, das bin ich doch. Nicht, oh, nein, Freunde. Warte, warte, warte. Das ist dein Freund. Das Baby-Zombie. Oh, oh, tut mir leid, Kleiner. Hier ist ein bisschen Milch für dich. Oh, okay, vielen Dank, ey. Okay, komm, lass uns weitergehen. Nämlich ist hier einfach mal das End. Let's go. Wie cool ist das denn, Jungs? Schaut mal, hier ist das, das End. Du weißt, wir sind schon so lange davor und wir wollen es endlich schaffen. Oh ja. Okay, Jungs, ich spring direkt rein. Auf 3. 1, 2, 3. Ey, ich sterbe, Jungs. Nein, Freunde, was haben die nur gemacht? Ey, ich muss denen schnell helfen. Das raus, 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 raus. Nein, komm, wieder raus. Alles auf. Komm, hier, hier, komm, 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 geht raus, geht raus, geht raus. Komm schon, schnell, schnell. Oh nein, Freunde, was haben die da gemacht? Wir können das Ganze auch nicht verlieren nach so lang. Ey, mein Freund, die sind richtig lost. Ey, wussten die nicht, dass man davor alles voller Enderaugen platzieren muss? Oh nein, Freunde, wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach selber. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, der hat uns angelogen. Lass ihn lieber töten, notfalls halber. Ich hätte einfach so ein Fake-Ender-Portal gebaut. Und das letzte müsst ihr einfach hier platzieren. Ich würde sagen, das müssen die jetzt mal machen. Weil die glauben die ganze Zeit, ich muss sie, will sie töten oder so. Das geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Okay, es hat geklappt. Ich habe gerade drauf gedrückt und es hat geklappt. Okay, rein mit dir, ich würde sagen, geht auf den Rennen. Du gehst zuerst. Junge, hört mal auf damit. Zuerst. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich gehe einfach als erstes. Wir sind jetzt einfach mal im End und jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen. Das Problem ist, die hören mich nicht. Und das nervt mich gerade ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, die sind beide richtig lost. Egal, wir müssen jetzt irgendwie rauskommen. Warte mal, warum sind wir denn jetzt im Nether drin? Weiß es auch nicht, Bro. Egal, lass uns schnell den Nether-Dragon finden. Nether? Ey, Mann, die verstehen auch immer nicht, dass das der Ender-Dragon ist. Alter, alter, Freunde. Was ist hier nur los? Ich glaube, wir müssen uns nach oben bauen und dann sollten Jungs, wir zum Ender-Dragon nach unten finden. Und dann kommen wir da hin, oder? Wenn die sich nach unten bauen, fliegen die runter, Mann. Mach doch mal was Gutes. Guck mal, ich spring hier extra nach oben. Hey. Schaut mal, der Zombie springt die ganze Zeit nach oben. Denkst du, der wird damit was zeigen? Ich glaube, wir müssen nach oben laut dem Zombie. Dann lass uns lieber hochbauen, Bro. Let's go, Freunde. Ich hab's geschafft. Das war wirklich schwierig, die so zu überzeugen. Hallo, wir sind draußen. Wir sind draußen. Wir sind oben. Let's go. Okay, warte mal, das ist der Enderman, hier ist ein Enderman. Hier sind Endermänner. Okay, Freunde, wir sind jetzt oben und jetzt geht's ums alles. Die wollen ja nämlich den Enderdragon besiegen, aber ich glaube, das Ganze wird so nichts. Okay, kleiner, wir müssen Baby jetzt alle... Ich hab eine Frage. Okay, jetzt ist keine Zeit für Fragen. Du musst einfach nur diese Würfel dort oben abschießen. Komm schon, komm schon. Das musst du schaffen. Zack. Und der erste ist weg. Ich baue mich zum nächsten hoch, Jungs und Mädels. Warte mal, siehst du das? Das ist der Ender Dragon. Okay, Freunde, irgendwie muss ich denen beibringen, dass die nicht direkt auf den Ender Dragon schießen, sondern auf diese Teile. Okay, das haben die sogar geschafft, Mann. Ey, Ukri, Oxy, ihr seid richtig gut, Mann. Na los, ich hab eigentlich. Ich hab mal Zombie, kann nicht mal richtig schießen, Alter. Das macht man so. Und let's go, ich hab's geschafft. Du dachtest wohl, du bist besser, Junge. Leg dich nicht mit Baby-Zombie an. Okay, Freunde, dort ist direkt der nächste Würfel oder wie man die auch immer nennt. Ich hab's gerade vergessen. Und das müssen wir natürlich auch abschießen. Und werden wir es treffen? Zack und bam, let's go, wir haben's getroffen. Okay, zack, zack, zack. Ey, Oxy, ich werde dir helfen, Mann. Okay, danke, weg mit schön, den Zombies. Komm, weg mit den Endermans, meine ich. Okay, let's go, wir haben's geschafft. Da ist noch einer. Der Enderdrache, Jungs, greift ihn an. Und dort ist der letzte, Freunde. Ich habe nur noch ein halbes Herz, weil ich hier gerade runtergefallen bin. Zum Glück habe ich mich irgendwie MLG'd. Oh nein, Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Ich muss hier schnell runter. Zack, 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 zack. Und ist der letzte jetzt endlich kaputt? Nur noch ein Stück, Oxy. Nur noch ein Stück. Wir kriegen es hin, Bro. Eins noch ganz hinten. Ey, mein Freunde, der Enderdragon attackiert mich die ganze Zeit. Wo? Ein Stück ist nur noch übrig. Welcher denn? Ah, der da oben. Ich geh gerade hin, aber ich treff's irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen unsere Bauskills ausüben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ey, der Ender Dragon ist so gefährlich. Guckt euch das an, Mann. Wenn der mich jetzt hier einmal runterschubst, dann bin ich weg, Alter. Okay, komm schon. Ich muss hier hoch. Und da ist das Teil. Okay, jetzt nur noch abschießen und let's go!
Let's go, du hast es geschafft, Baby-Zombie. Wir haben es gemeinsam geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Ender-Dragon töten und dann sind wir endlich fertig und haben unsere Mission gemeistert. Aber warte mal, los, wenn Semler davon nicht erfährt, dann du weißt, was passiert. Wir müssen ihn jetzt erstmal hier dahin holen. Lass ihn gleich anrufen, den lieben Semlak hier einfach. Okay, okay. Ey, Freunde, die denken sogar an mich. Das ist ja immer mega süß. Aber jetzt müssen wir unbedingt den Ender Dragon besiegen. Jetzt ist keine Zeit für Semlak. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Und zack, zack, zack. Er verliert sein Leben, Alter. Ihr schafft das. Mit vereinten Kräften, Jungs. Und das Baby-Zombie ist immer noch. Ich finde, der Baby-Zombie, der hat uns so viel geholfen. Wir müssen ihm jetzt irgendwas zurückgeben, oder nicht? Wenn wir das hier schaffen. Ey, ich fühle mich so geschmeichelt. Okay, komm schon, komm schon. Wir müssen ihn jetzt aber erstmal töten. Oh nein, Ukri, du musst es schaffen, Alter. Ich gebe dir hier ein bisschen Essen. Komm schon, ess was. Oh, er hat mir für Essen gejobbt, das Baby-Zombie. Der denkt ja an wirklich an alles. Ey, Bro, 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 komm mal her. Ich habe auch noch ein bisschen Essen für dich. Aber meinst du, das Baby-Zombie wird dann richtig sauer? Ich meine, schau mal, was für Essen ich dabei habe, Bro. Ey, was hast du für Essen dabei? Das geschieht dir recht, Mann. Wie hast du das denn bitte sehr überlebt? Ich hab mich gerettet. Er hat sich gerettet? Mann, Leute, ich habe keine Pfeile mehr. Was mache ich denn jetzt? Er hat keine Pfeile, Freunde. Ihr wisst ganz genau, ich als Baby-Zombie bin da immer startklar zur Hilfe. Okay, komm mal her, Junge. Ich geb dir ein paar Pfeile. Let's go. Oha, vielen, vielen Dank. Das sind ja sogar verzauberte Pfeile. Hey, Jungs, was machen wir denn jetzt bitte? Er ist in der Mitte. Er hat gut gefragt, Freunde. Ich habe nämlich noch ein bisschen TNT übrig in meinem Inventar. Und ich würde sagen, das geben wir ihm jetzt einfach mal, damit er hier in die Luft sprengt. Er gibt mir TNT. Ich habe eine Idee. Jetzt wirst du sehen, Enderdrache, das geschieht dir bestimmt recht, was ich jetzt mit dir machen ich gebe ihm jetzt noch das Feuerzeug. Komm schon, du musst ihn einfach nur in die Luft sprengen. Komm, wir zünden es an zusammen. Ja! Let's go, wir platzieren noch ein bisschen mehr. Komm schon, ich sterbe fast, Freunde. Ey, ist es sowas und knapp? Jawohl, er ist gleich tot, Bro. Einmal noch, Bro, einmal noch. Er hast noch ein bisschen TNT, kleiner Baby. Ja, klar, habe ich noch ein bisschen TNT. Komm, du kriegst sogar richtig viel. Let's go. Und ein Feuerzeug vielleicht auch noch? Das Feuerzeug hat Ryukri. So viel habe ich leider nicht. Tut mir leid, Orks. Bro, hast du das Feuerzeug? Ich glaube, er hat das nicht mehr. Ja, ich hab's, alles gut, hier, nimm das. Komm, ich mach die nächste Ladung, wenn er in der Mitte ist. Ey, diesmal werde ich ihn in die Luft jagen. Ey, Freunde, ihr habt's gehört, Mann. Ich glaube, wir schaffen das wirklich, den Enderdrachen jetzt hier zu besiegen. Das ist unser oberstes Ziel. Und irgendwie sieht das gerade irgendwie alles gar nicht so gut aus. Er muss auf jeden Fall in die Mitte kommen. Und kommt er in die Mitte, Freunde? Na los, jetzt bin ich dran mit meinen TNT. Ich dreh jetzt komplett durch, Jungs, Mann. Es reicht mir. Ja, du schaffst das. Und jetzt zünd ich's an, Bro. Okay, Freunde, was wird jetzt passieren, Mann? Ich werde ihn jetzt töten. Ich hab's geschafft, er ist tot. Oh. Er hat doch ein HP, Oxy. Wir müssen ihn töten. Das heißt, es kommt auf den Finisher an, Freunde. Ich werde das schaffen, Mann. Und letzter Schuss. Wird er treffen oder nicht, Freunde? Zack, let's go. Jawohl, wir haben es geschafft, Mann. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass wir das schaffen. Und Semlak ist einfach nicht dabei, Alter, der Arme. Das Zombie war uns richtig hilfreich, aber Bro, schau mal, wie viel XP hier liegt. Das ist so cool, ich bin jetzt schon Level 50. Ey, Freunde, ich freue mich einfach sowas von für die. Ich meine, ich habe denen geholfen und jetzt konnten die einfach den Ender Dragon besiegen. Let's go, Mann, freut ihr euch auch? Ey, Orks, ich sag dir eine Sache, Mann, irgendwie gefällt der mir nicht. Der ist so klein und sieht hässlich aus. Ja, auch, Bro, er hat uns ja gut geholfen, aber was soll das denn jetzt heißen? Ey, schau mal, nein, Freunde, die wollen mich schon wieder töten. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh, nicht schon wieder dieses Feuerzeug. Warum habe ich das denen nur gegeben? Okay. Ich habe eine Idee. Ich werde mich einfach zum Ender Dragon verwandeln. Okay, Freunde, seid ihr gespannt? Ich verwandle mich jetzt zum Ender Dragon. Let's go! Ich bin der Ender Dragon. Bleibt der Ender Dragon denn noch? Verdammt, es tut mir leid. Let's go, mein Freunde. Ich fliege einfach in die Luft. Wow. Ey, die werden mich niemals kriegen. Zack, Stoppflug. Um nicht direkt zu übertreiben, würde ich sagen, wir verwandeln uns erstmal in was richtig Kleines. Und zwar in diesen kleinen, süßen Creeper. Und zack, guckt euch das einfach mal an. Ich bin ein winzig kleiner Creeper. Okay, ich bin gespannt auf Ukri seine Reaktion. Und zack. Wow, was war das denn? Was hat mich geschlagen? Was ist das denn? Hä? Ja, Ukri, richtig gesehen. Ich bin ein kleiner, süßer Creeper. Leute, dort vorne ist irgendwas Komisches. Ist die Minecraft-Welt irgendwie am Laggen oder sowas? Der Creeper sieht aus wie ein kleines Baby-Creeper. Und, warte mal. Warum explodiert er nicht? Ist er etwa friedlich? Oh, hallo, kleiner Baby-Creeper. Oh, Mann, Freunde, wie cool ist das denn bitte sehr? Er weiß wirklich nicht, dass ich im Geheimen Semlaki bin. Ich würde sagen, lass mal jetzt allen ein Abo und ein Like da.
falls ihr wollt, dass ich mich jetzt in einen Mutanten-Creeper verwandle. Ihr habt genau 5 Sekunden Zeit, um zu abonnieren und zu liken. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt in den Mutanten-Creeper und die sehen schon. 1, 2 und 3. Let's go, Freunde. Was passiert da? Alles gut mit dir? Was ist das denn? Let's go. Jetzt bin ich ein riesiger Mutanten-Creeper und ich würde sagen, wir verfolgen ihn jetzt. Komm her, Ugri. Ich werde dich fressen. Freunde, schaut euch einfach mal an, wie witzig das aussieht. Was ist das denn für ein Creeper und was macht er mit seinem Hals? Warum sieht er aus wie eine Spinne? Was macht er dort? Ja, Ugri, ich werde dich jetzt verfolgen, weil ich will dich hindern, Minecraft durchzuspielen. Und in dem heutigen Video werden wir ihn richtig cool pranken, um noch mit vielen anderen Mutanten-Mobs. Das sieht ja gruselig aus, lass mich bloß in Ruhe. Er ist auf einmal so groß geworden, wie hat er das gemacht? Er hat mich veräppelt, ich dachte, das war ein kleiner süßer Creeper. Und jetzt sieht er aus wie ein Monster. Stell hier weg. Ich will doch heute einfach nur Minecraft durchspielen. Oh Mann, Freunde, ich werde den jetzt jagen. Ugri, du hast keine Chance, mir zu entkommen. Schnell hier weg, Freunde, ich brauche Essen, ich kann nicht mehr lange sprinten. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Idee, schnell hier hoch. Komm, weg hier. Warte mal, Freunde. Er hat es wirklich geschafft, mir zu entkommen. Das war eine richtig gute Idee, sich nach oben zu bauen. Ich darf mich nicht nach oben bauen. Sonst kommt er noch auf die Idee, dass ich Sam Lucky bin. Ich muss mir irgendwas Gutes überlegen. Oh, ich habe eine Idee, Freunde. Er meint hier, er hat kein Essen. Deswegen würde ich sagen, ich verstecke mich jetzt einfach mal hier unten. Vielleicht denkt er dann ja, ich habe von ihm abgelassen. Und danach werde ich mich einfach in ein Schwein verwandeln. Endlich verschwindet dieser fiese Creeper. Ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit von dem abzuhauen. Ich habe Angst vor ihm. Oh, Ugri, dass ich verschwinde, das hättest du wohl gern. Und zwar werde ich mich jetzt einfach in ein Schweinchen verwandeln, Freunde. Also, wir schauen mal, wo wir das haben. Genau hier haben wir das. Let's go. Und jetzt bin ich ein kleines, süßes Schweinchen. Und ihr habt ja ganz genau gehört, was Ugri gerade eben meinte. Er braucht Essen. Und was bietet sich besser an als ein kleines, süßes Schweinchen? Wo ist nur Ugri? Vielleicht dort oben noch immer auf dem Baum? Oh, da ist er ja noch immer. Okay, ich kann endlich hier runter. Ich musste echt aufpassen. Nicht, dass wieder so ein Creeper mich verfolgt, der komplett schrecklich aussieht. Wow, ehrlich, ich habe, glaube ich, davon noch heute Abend Albträume. Na gut, als nächstes brauche ich auf jeden Fall Essen. Aber zum Glück sind hier richtig, richtig viele Schweine. Habt ihr das gehört, Freunde? Er braucht Essen. Das heißt, er wird mich gleich essen wollen. Aber nicht so schnell, Ugri. Ich werde mich gleich nämlich in einen Spider-Pig verwandeln. Aber das weiß er noch nicht. Ich bin nämlich kein normales Schweinchen. Okay, Ugri, ich muss genau vor ihn hinlaufen, damit der Kohldampf auf mich kriegt. Und er hat sich schon ein Schwert gecraftet. Oh Mann, Freunde, gleich geht's richtig zur Sache. Oh, ich hab so einen Hunger. Ich muss es tun. Schweinchen, du bist als erstes dran. Es tut mir leid. Du schaust mich aber so süß an. Ich muss es tun, um Minecraft durchzuspielen. Und zack. Komm her, Schweinchen. Was soll das? Okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Freunde. Wir verwandeln uns in ein Spinnenschwein. Und let's go. Wow. Was passiert da, Freunde? Wie siehst du denn aus? Schnell hier weg. Richtig gesehen. Ich bin eine Spinne. Okay, schaut euch einfach mal an, wie eklig ich krabbel. Lasst jetzt ein Abo und ein Like da, wenn ihr nicht wollt, dass euch so eine eklige Spinne verfolgt. Okay, Ugri, ich werde dich kriegen. Da bist du ja. Versuch mir bloß nicht zu entkommen. Was ist das bitte sehr für eine komische Kreatur? Sowas gibt es doch gar nicht in Minecraft. Was hat Minecraft für ein neues, krasses Update rausgebracht? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schnell hier weg. Ich muss ins Wasser. Hierhin kommt auf keinen Fall eine Spinne. Oh, nein. Ugri hat einfach recht. Ins Wasser kann ich ja nicht als Spinne. Denn ihr wisst ganz genau, Spinnen fürchten sich vor Wasser. Okay, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, wir verwandeln uns in einen anderen Mutanten. Und zwar werde ich mich jetzt einfach in einen Mutanten-Zombie verwandeln. Aber in kein normales Mutanten-Zombie, nämlich in so einen Mutanten-Wüsten-Zombie, Freunde. Schaut euch einfach mal an, wie gruselig das aussieht. Wow. Schnell hier weg. Zum Glück bin ich jetzt hier, glaube ich, erstmal sicher im Wasser vor dieser Spinnen-Schweine-Kreatur. Ich hatte so eine Angst vor ihr, aber alles gut. Jetzt müsste ich erstmal sicher sein. Oh, ich muss schnell wieder Luft nehmen. Oh, zack. Okay, Freunde, ist die Spinne irgendwo noch hinter mir? Warte mal, was ist das denn? Wow, was ist das? Schnell hier weg.
Oh Mann, Freunde, ich glaube, Ugri hat mich entdeckt. Ich werde so leicht nicht von ihm locker lassen und ich habe natürlich als Wüstenmutanten-Zombie noch eine extra Special-Fähigkeit, Freunde. Let's go! Lass mich bitte in Ruhe und tu mir nichts. Ich habe dir auch nichts getan. Und warum kann es überhaupt überleben, wenn es gerade hell ist? Warte mal, stimmt. Es ist ein Wüstenzombie. Die überleben ja sogar, wenn die Sonne auf sie scheint. Was mache ich denn jetzt? Schnell hier einfach weg. Ahaha, Ugri hat richtig Angst, Freunde. Ich würde sagen, wir jagen ihm jetzt noch mehr Angst ein. Mit unserem Hulkhammer. Komm her, Ugri. Und let's go. Boom. Wow, was war das denn? Oh nein, hat es mich etwa geschlagen? Ich muss hier schnell weg. Was war das? Genau, Ugri. Ich bin noch immer hinter dir her. Und nächste Attacke. Die hat dich fast getroffen. Du musst schneller sein. Und zack, let's go. Nein. Es macht einfach den Boden hinter mir kaputt. Was ist das für ein fieses Monster? Lass mich in Ruhe. Pass auf, wenn ich Diamanten erstmal habe, dann besiege ich dich. Warte, Freunde, was hat er gesagt? Er will Diamanten finden? Dann würde ich sagen, wir lassen jetzt erstmal von ihm los und lassen ihn abhauen. Du kriegst mich niemals weg hier. Oh Mann, das hoffst du, Ugri. Aber gleich werde ich dich weiter nerven. Aber zuerst lasse ich dich deine Diamanten finden. Wir wollen ja auch nicht so böse sein zu Ugri, oder Freunde? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Mal gucken, was für einen Fortschritt er machen wird. Eine Ewigkeit später. Okay, Freunde, ich bin hier gerade in der Höhle und ich glaube, genau hier vorne ist Ugri, Junge. Seht ihr sein Name-Tag? Ich muss ehrlich aufpassen, nicht, dass der mich noch sieht. Okay, ich sollte mich jetzt verwandeln. Warte mal, seht ihr es dort vorne auch? Da ist einfach ein Skelett. Und ihr wisst ganz genau, Skelette sind richtig, richtig nervig. Die treffen dich einfach jedes Mal. Wenn ihr mir da auch zustimmt, dann lasst jetzt ein Like da. Und wenn jetzt alle abonnieren, dann wissen wir ganz genau, keiner mag Skelette. Und wer mag bitte sehr Skelette, Freunde? Ihr da draußen bestimmt nicht. Also lasst ein Abo und ein Like da. Und da kommt mir so die passende Idee. Ich werde mich einfach in ein Skelett verwandeln. Aber in kein normales Skelett, Freunde. Ihr könnt es bestimmt schon ahnen. Ich werde mich nämlich in ein Mutanten. Skelett verwandeln. Okay, seid ihr bereit? In 3, 2, 1 und 0. Let's go. Wir verwandeln uns jetzt in ein Mutanten-Skelett. Wow, sehe ich gruselig aus, Freunde. Und damit werden wir jetzt Ugri mal so richtig pranken. Warte mal, was macht der dort? Seit wann kann er so gut bauen? Und die Skelette schießen ihn schon ab, Freunde. Ihr seht es bestimmt schon. Er hat so viele Pfeile in seiner Rüstung stecken. Aber jetzt wird ihn ein Mutanten-Skelett abschießen mit meinem riesigen Bogen. Okay, Ugri, bist du bereit? Komm her, Junge! Und zack! Oh Mann, diese Skelette nerven sowas von. Hört auf damit. Alter Mann, ich hasse Skelette. Die sind so nervig und treffen alle Schüsse. Was ist das denn bitte sehr? Ein Riesenskelett? Wow, lass mich bitte in Ruhe. Was soll das? Schnell hier weg. Nicht so leicht, Ugri. Du wirst mir nicht entkommen. Und let's go. Wir benutzen unsere Special-Fähigkeit. Wow, wir haben alles explodiert. Ha, Ugri, damit hast du nicht gerechnet. Jetzt komm her, ich werde dich besiegen. Ein Mutantenskelett. Ah, Ugri. Seit wann gibt es denn sowas in Minecraft? Schnell hier weg. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ugri, ich werde dich treffen. Komm her, als riesiges Mutantenskelett. Okay, gut. Ich glaube, ich habe ihn abgehangen. Er kommt hier niemals hoch. Ugri, du hast mich abgehangen. Ugri. Ich bin doch immer ganz genau hinter dir. Komm her und zack. Ich muss dir zubauen, Mann. Seit wann gibt es sowas in Minecraft? Das neue Update ist echt komisch. Ich dachte nicht, dass es solche OP-Monster gibt. Das sind keine normalen Mobs, das sind einfach Mutanten. Oh Mann, Ugri hat richtig Angst vor uns. Aber seid mal ehrlich, hättet ihr auch Angst? Wenn ja, dann lasst jetzt ein Abo da. Und ich würde sagen, um das Ganze noch witziger zu machen, machen wir nochmal eine Riesenexplosion mit unserer Special-Fähigkeit. Also in 3, 2, 1 und let's go! Lass mich doch endlich in Ruhe, du komisch. Ich Skelett, was bist du bitte sehr für ein Monster? Und jetzt habe ich mir Obsidian verschwendet. Na gut, ich werde einfach schnell ins Nether gehen und entkommen. Schnell hier weg. Warte mal, Freunde. Ich bin ein Mutantenskelett und er will genau vor mir ein Nether bauen? Ugri, du bist gar nicht vorsichtig. Was wäre, wenn ich dich jetzt einfach runterschießen würde? Und das hat schon ein anderes Skelett für mich getan. Ugri, du bist noch ein Anfänger. Ich würde sagen, wir lassen jetzt das Nether-Portal zu Ende bauen und werden uns dann im Nether
oder zu anderen Mutanten verwandeln. Und vertraut mir, wenn ich euch sage, dass diese anderen Mutanten auch richtig cool sind. Ich werde mal zurückkommen mit richtig viel neuem Stuff. Und dann werde ich dich besiegen. Komm her. Bist du dir sicher, Okri? Komm her. Geh jetzt lieber in dein Netherportal, sonst kill ich dich noch. Let's go, Okri. Geh schnell in dein Netherportal. Schnell hier weg. Okay, Freunde, er ist jetzt ein Netherportal und das war genau mein Ziel. Jetzt kann ich ihn nämlich noch viel cooler pranken. Und wir gehen jetzt mit ihm ins Nether. Let's go, der Hase. Und wow, Freunde. Okay, wir sind jetzt aus dem Nether raus. Und warte mal, ist das da Okri oben links über mir? Was macht der da nur? Hat der nicht Angst, dass der in die Lava fällt? Was sagt der da? Leute, dort vorne ist einfach eine Festung. Wie gut ist das denn bitte sehr? Dann kann ich mir ein paar Lohn holen. Und dann kann ich direkt mit diesen Lohn mir Enderaugen machen und ins Enderportal. Ich hatte so Glück mit diesem Spawn. Ey, Mann, Okri hat wirklich richtig, richtig viel Glück. Ich würde sagen, wir nutzen mal seinen Weg, um zu dieser Nether-Festung aufzukommen und verwandeln uns dann wieder in einen OP-Mutanten. Okay, Freunde, ich habe hier gerade einen Lohn-Spawn gefunden. Und zwar ist er genau dort vorne. Okri sollte gleich jeden Moment kommen, weil er will ja ins Enderportal. Und dafür muss er den Lohnstaub kriegen. Und warte mal, worauf schießt die Lohne? Ich glaube auf Okri. Okay, ich muss mich verstecken. Da vorne ist er ja schon. Oh nein, ein Wizard-Skelett, eine Lohe. Aber ich will doch nur die Lohe haben, damit ich den Lohnstaub kriege. Oh, und jetzt muss ich gegen einen Wizard kämpfen. Oh nein. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, das bietet sich sogar jetzt richtig gut an, um sich zum Wither-Boss zu verwandeln. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Also, wir wählen den Wither-Boss aus in 3, 2, 1 und 0. Jetzt verwandle ich mich zum Wither-Boss. Und yo, wie groß ist der denn bitte? Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin im Block gefangen. Okay, aber dafür sehe ich umso gruseliger aus. Und als Wither-Boss habe ich sogar noch ein Wither-Schwert. Schaut euch das einfach mal an. Das ist ein Custom-OP-Schwert, Freunde. Okay, und damit werde ich jetzt Okri richtig krass pranken. Ich glaube, der kämpft dort irgendwo gegen die ganzen Wither. Und ich als Wither-Mutant will meine Wither natürlich beschützen. Das heißt, ich gehe jetzt zu Okri und werde ihn finden. Kommt her, ihr Wither. Was ist das denn bitte sehr? Okri, du hast richtig gesehen. Ich bin ein Wither-Mutant. Ich werde jetzt zu dir kommen. Komm her, Okri. Wow, was ist das bitte sehr für ein Monster? Nein, warum ist es so schnell? Ich stehe hier weg. Und was hat das in der Hand? Einfach so ein Riesenschwert. Oh, Okri hat richtig Angst vor mir. Aber ich hätte auch Angst. Schaut euch einfach mal an, wie gruselig ich aussehe. Und warte mal. Er ist in einer Sackgasse. Das heißt, das ist dein Ende, Okri. Dein Ende ist gekommen. Ergib dich. Leute, wie gruselig sieht das bitte sehr aus? Ich habe keine Chance. Ich muss es tun. Ich muss hier runterspringen. Auf 3, 2, 1 und tschüss. Was? Hä? Er ist einfach in die Lava gesprungen. Aber warte mal. Ich sehe ihn gar nicht in der Lava. Hä? Kann es sein, dass der mich outplayed hat? Der ist bestimmt hier lang gegangen. Ah, da ist er ja. Okri, ich werde dich kriegen. Komm her, Mann. Hier bin ich noch. Ah, nein, ich bin runtergefallen. Oh, was soll ich denn jetzt nur machen? Oh, ich habe eine Idee. Ich verwandle mich jetzt in die Lohe, weil damit kann ich einfach hochfliegen. Und let's go. Warte mal. Was ist das denn bitte sehr? Hä? Ich bin eine winzig kleine Lohe. Was ist das denn? Alter, damit kann ich doch Okri gar nicht pranken, wenn ich so winzig klein bin. Ich glaube, ihr müsst jetzt allen ein Abo und ein Like da lassen, damit wir wachsen. Okay, ihr habt genau 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1 und 0. Okay, wow, wow, wow. Ihr habt allen ein Abo da gelassen und ein Like. Und jetzt verwandle ich mich einfach in eine Mutanten-Lohe. Alter, schaut euch das einfach mal an, wie gruselig die aussieht. Yo, yo, yo. Okay, jetzt suchen wir Okri und wir werden ihm den Schreck seines Lebens einjagen. Schreibt mal eine 1 in die Kommentare, wenn ihr auch Angst hättet vor dieser Lohe. Und seht ihr das gerade auch, was ich sehe? Okri besorgt sich gerade Lohnstaub und das gefällt mir gar nicht als Lohe. Das sind immerhin meine Freunde, die du nur verschwendest, um ins End zu kommen. Weißt du was? Dafür kriegst du deine Rache, Okri. So, nur noch diese Lohe und dann kann ich endlich ins Enderportal. Sie hat sogar eine Lohnroute gedroppt. Wie gut ist das denn bitte sehr? Okri, jetzt freust du dich noch. Aber wenn du mich erstmal siehst, dann ganz bestimmt nicht mehr. Ich bin jetzt nämlich richtig sauer, weil du meine kleinen Babys auf dem Gewissen hast. Du wirst jetzt ein blaues Wunder erleben, Okri. Lava-Attacke! Wow! Wow, was ist das denn? Schnell hier weg! Woher kommt die ganze Lava? Wie random ist das denn bitte sehr? Warte mal, was ist das dort oben? Ja, Okri, richtig gesehen. Ich bin ein Riesen-Mutanten-Blaze. Und als Mutanten-Blaze habe ich sogar noch eine Special-Fähigkeit.
Nämlich, wenn du mir zu nahe kommst, Ukri, dann wirst du von meinen vielen Lohnrouten weggeschleudert. Und deswegen würde ich sagen, komm her, Ukri! Wow! Ich verfolg mich hier! Let's go! Ich schleudere ihn weg! Du hast keine Chance, Ukri! Oh Mann, Ukri, du kannst mir nicht entkommen. Warte mal, er ist mir entkommen. Das hat keinen Sinn. Ich hab dich schon wieder gefangen. Schaut euch das einfach mal an. Wie witzig sieht das denn bitte aus? Er hat keine Chance gegen mich. Ich bin im Tornado oder sowas. Ein Tornado aus Lohnrouten. Was mache ich denn jetzt? Ich will doch einfach zurück. Ich will endlich ins Enderportal. Nein, genau, ich will wieder okay. Wasser. Und ich werde dich jetzt runterschubsen. ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, Freunde. Wir werden ihn jetzt wieder mit Lava jagen. Komm her, okay. Wow. Ich schon wieder dieses Place. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Du wirst mir niemals entkommen, okay. Komm her. Bitte lass mich los. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss meinen letzten Triumph aktivieren. Ich habe keine andere Wahl. Es verfolgt mich noch immer. Will er gerade seine Enderperle werfen? Okay, Ukri, aber dann hast du keine mehr und musst damit Piglins traden, das weißt du ganz genau. Ja, Ukri, werf nur die Enderperle und zack, er hat die geworfen, Freunde. Er denkt jetzt bestimmt, er wäre sicher. Aber nein, da hast du dich getäuscht, Ukri. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe Ukri gerade gefunden und zwar ist er genau dort vorne. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht sieht. Ich glaube, er will gerade mit Piglins traden und genau dabei werde ich ihn gleich stören. Mal schauen, was er sagt. Wir hören einfach mal zu, Freunde. So, ich droppe den jetzt Gold und ihr droppt mir dafür Enderperlen, weil ich musste meine gerade einfach verschwenden wegen so einem komischen Mutanten-Blaze. Was war das denn bitte sehr? Oh, perfekt, er hat mir Enderperlen gedroppt. Warte mal, nur 3 Stück, ist das dein Ernst? Das reicht nicht. Ah, aua. Freunde, sehe ich das gerade richtig? Der streitet sich mit dem Piglins? Wisst ihr was? Das ist genau der perfekte Zeitpunkt, um als Mutter Hoglin dazwischen zu schreiten. Nämlich werde ich jetzt Ukri aufhalten, meine süßen Piglins zu attackieren. Und jetzt verwandle ich mich in einen riesen Mutanten-Hoglin. Schaut euch das einfach mal an, wie gruselig es aussieht, wenn ich nach vorne laufe. Ukri, siehst du mich schon? Jetzt droppt mir doch endlich Enderperlen. Ich werde euch nicht umsonst mit Gold bezahlen. Warte mal, der sieht mich gar nicht. Ey, Junge, mich kann man gar nicht übersehen. Ich bin so riesig. Ich meine, ich kann mich fast selber gar nicht mehr sehen. Hm, wann bemerkt er mich endlich? Vielleicht müssen wir ja sogar schlagen, damit er mich bemerkt. Und Ukri, siehst du mich jetzt vielleicht? Okay, sehr gut. Vielleicht reichen ja die Enderperlen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal... Was ist das denn? Ja, okay, ich bin ein riesen Piglin, welches dich jetzt verfolgen wird. Du hast keine Chance. Komm her, zack! Was ist das für ein riesen Monsterschwein? Wow, das sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss hier schnell raus aus dem Nether. In dem Nether sind noch schlimmere Monster als in der Overworld. Was mache ich denn jetzt? Dort hinten ist das Netherportal. Ich muss irgendwie an ihm vorbei. Ja, okay, du hast recht. Du musst irgendwie vorbei. Aber wie willst du vorbeikommen, wenn vor dir ein riesen Hoglin ist. Er baut sich einfach nach oben? Junge, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hör auf damit, Ukri. Das ist nicht fair. Weißt du was? Dann stelle ich mich jetzt auch einfach vor das Netherportal. Dann kannst du auch nichts mehr machen. Hm, was machst du jetzt? Perfekt, jetzt baue ich mich einfach rüber. Dieses Riesenhoglin wird mich niemals kriegen. Warte mal, wo ist es überhaupt? Ist es weggerannt? Dann kann ich ja wieder runter und jetzt... warum steht es bitte sehr vor dem Netherportal? Was machst du da? Geh da weg. Wie locke ich ihn dort weg? Was mache ich jetzt? Ukri, richtig gesehen. Ich bin genau vor dem Netherportal und ich werde nicht Ruhe lassen, bevor ich dich kriege. Komm her, zack. Ukri, ich mache richtig viel Schaden. Ukri, jetzt werde ich dich kriegen als Riesenhoglin. Weg. Komm her, zack! Freunde, ich mache hier auch als Riesenhoglin richtig viel Schaden. Deswegen darf ich ihn nicht zu oft hitten, damit er nicht komplett drauf geht. Und nächster Hit, zack! Wow, ich gebe ihm sogar richtig viel Knockback. Warum schleudert es mich so weit weg? Ich muss schnell wieder hoch. Okay, Freunde, er tut mir wirklich richtig leid. Wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt nicht mehr weiter verfolgen. Und lass ihn jetzt ins End kommen. Aber im End werden wir ihn so richtig pranken. Glaubt mir einfach, Freunde, das wird gleich richtig abgehen. Deswegen schaut das Video jetzt unbedingt bis zum Schluss. Und okay, ich komme, beeil dich! Du Riesenmutantenschwein, lass mich in Ruhe!
Ja, Uki, ich verwandle mich wieder zurück und das hoffst du wohl. Du wirst mich gleich direkt wiedersehen. Nämlich werde ich gleich im End so richtig eskalieren mit den ganzen Mutanten. Oh Mann, Freunde, hat das lange gedauert. Aber wo ist jetzt bitte das Enderportal? Warte mal, genau dort vorne ist das. Hat Uki das schon benutzt? Nein, der hat es ja noch gar nicht benutzt. Wie lange braucht der bitte sehr? Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Nämlich können wir jetzt einfach richtig cool beobachten. Wir werden jetzt nämlich in einen Silberfisch verwandeln und somit wird der niemals auf die Idee kommen, dass wir im Geheimsim Lucky sind. Schaut euch einfach mal an, ich bin ein kleiner Silberfisch. Okay, wir krabbeln hier auf dem Boden schnell entlang und verstecken uns hier irgendwo und warten jetzt nur noch auf Uki. Hier müsste ich angekommen sein. Ist das nicht etwa das Enderportal? Let's go! Aua! Was soll das? Komm her! Oh nein, es kommen noch mehr von denen. Verdammt, was macht jetzt? Oh Mann, Freunde, das ist einfach Uki. Und der hat richtig Probleme mit meinen ganz vielen kleinen Freunden. Naja, ich würde sagen, wir schauen mir jetzt zu, wie er ins Enderportal geht. Und vielleicht attackieren wir ihn ja auch, um ihn ein bisschen zu breaken. Komm her, Uki, zack. Junge, warum schlagen mich diese ganzen Viecher? Lass mich in Ruhe. Oh, ich habe eine Idee. Ich muss diesen Spawner hier abbauen. Schnell, schnell, schnell. Jetzt töte ich euch alle, kommt her! Oh nein, Freunde, ich muss mich verstecken. Er tötet sie alle. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich würde sagen, wir schleichen uns einfach mal hinter ihn und beobachten ihn dann. Und nach ihm gehen wir dann auch ins End rein, Freunde. Okay, ich glaube, der Moment ist gekommen. Endlich kann ich Minecraft durchspielen. Es hat heute so lange gedauert, weil irgendwelche Mutanten mich genervt haben. Und dann kann ich den Enderdrachen besiegen. Let's go! Und ich glaube, er muss nur noch das letzte Enderauge platzieren. Enderdrache, ich werde jetzt kommen. Komm her! Let's go! Und zack, wir verwandeln uns wieder zurück zu Sim Lucky. Zack, jetzt bin ich wieder der Alte und springe jetzt einfach nach. Hoffentlich hat er sich schon wegbewegt, damit er mich nicht sieht. Und zack! Wow, Freunde, ich bin jetzt im End und er ist hier gar nicht mehr. Oh, scheint so aus, als ob der jetzt zum Enderdrachen gegangen wäre. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Joho, perfekt, wir haben es geschafft. Und weil hier so viele Endermans sind, habe ich eine kleine Idee, Freunde. Stimmt jetzt mal ab. Schreibt ein 1 in die Kommentare, wenn ich mich in einen Mutant Enderman verwandeln soll. Oder schreibt eine 2 in die Kommentare, wenn ich mich in einen Mutanten Schalker verwandeln soll. Ihr habt genau 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Okay, ich sehe mehr Einsen in den Kommentaren. Das heißt, wir verwandeln uns jetzt in einen Mutanten Enderman und später verwandeln wir uns vielleicht sogar noch in den Mutanten Schalker. Also, let's go. Jetzt verwandeln wir uns in den Mutanten Enderman. Wow, ich sehe einfach sowas von cool aus, Freunde. Seid mal ehrlich, hättet ihr nicht Angst vor so einem Mutanten Enderman? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal nach Uki, damit wir ihn so richtig cool pranken können. Okay, wo ist der jetzt? Oh, warte mal, Freunde. Ich glaube, ich sehe ihn. Der ist genau dort vorne. Okay, Uki, ich komme. Ein riesiger Mutanten-Enderman. So, nicht mehr viele Cubes und ich kann den Enderdrachen besiegen. Perfekt, dort hinten ist noch einer. Oh, Mann, er sieht mich gar nicht. Okay, dann müssen wir dafür sorgen, dass er mich sieht, Freunde. Nämlich habe ich eine Special-Fähigkeit als Mutanten-Enderman. Und das ist die Ender-Soul-Hand. Damit kann ich einfach Blöcke in die Hand nehmen und die dann nach ihm werfen, Freunde. Schaut euch einfach mal an, wie cool das aussieht. Okay, Uki, bist du ready? Und zack, let's go! Ich werde dich jetzt mit Endstone-Blöcken abwerfen und damit dir richtig viel Damage machen. Komm her, Uki, wow! Wow, was war das denn? Woher kommt das? Hat mich wieder ein Enderman attackiert? Ich bin doch im Wasser. Das ist doch kein normaler Enderman. Schnell hier weg und attackiere mich jetzt auf einmal. Genau, Uki. Das sind meine Diener und ich bin wirklich kein normaler Enderman. Ich bin ein Mutanten-Enderman und schau dir einfach mal an, wie stark ich bin, Uki. Ich werde dich kommen holen. Ah, komm her. Nein, nein, was mache ich jetzt? Ja, Uki, du musst es irgendwie schaffen, gegen meine Endermans anzukommen und gleichzeitig auch gegen mich. Ich werfe dich nämlich mit Blöcken ab. Und warum ist so ein fieser, großer Enderman. Wie sieht der denn bitte sehr aus? Wow, hör auf damit. Uki, ich werde ganz sicherlich nicht aufhören. Komm her, zack. Obwohl, Freunde, ich glaube, wir müssen ihm noch eine Chance lassen. Der tut mir irgendwie leid, Freunde. Euch doch auch, oder? Okay, Leute, nur noch 2 Cubes. Einer ist dort vorne und der letzte ist genau hier. Ich werde diesen Cube zerstören und nichts wird mich aufhalten. Und auch kein Mutanten-Enderman. Habt ihr das gehört, Freunde? Keiner soll ihn mehr aufhalten können. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, Uki. Ich als Mutanten-Snowman hab nämlich ein paar Special-Fähigkeiten. Nämlich kann ich hier einfach richtig krass hochspringen. Komm her, Mann.
an. Guck mal einfach, wie schnell ich hier hochspringen kann und wie hoch. Okay, ich bin jetzt oben. Und Uki sieht mich noch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir laden jetzt unsere Armbrust nach mit vergifteten Pfeilen, Freunde. Und schießen ihn jetzt ab. Let's go! Freunde, was war das denn? Hä? Was ist das bitte sehr für ein Monster dort hinten? Ich will den Enderdrachen jetzt besiegen und nichts mit mich aufhalten. Auch nicht, du komischer Schnee? Golem? Warte mal, Schneemutanten-Golem? Was ist das bitte sehr? Ja, okay, ich habe selber noch nie einen Schneemutanten-Golem im End gesehen. Das muss schon richtig komisch sein für ihn, aber auch ziemlich lustig. Deswegen würde ich sagen, wir schießen jetzt wieder mit vergifteten Pfeilen ab. Oh, let's go! Was soll das? Komm her, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und warum schießt er mit vergifteten Pfeilen? Ich muss hier schnell weg. Er hat so viel Schaden mir gemacht. Ja, Okri, seh's ein. Du hast keine Chance gegen diesen mutanten Snowman. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu ihm, indem wir uns einfach so hochbauen, weil wir können jetzt richtig krass springen, Freunde. Schaut euch das einfach mal an. Was muss sich nur Okri denken? Leute, macht dort ein Snow Golem gerade irgendeinen Bridge nach oben? Was macht er bitte sehr? Ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, Freunde, ich glaube, das war ein bisschen zu offensichtlich. Seit wann kann ein Schneegolem sich einfach so hochbauen? Naja, ich hoffe, es fällt nicht auf, dass wir das die ganze Zeit waren. Das ist doch bestimmt Sim Lucky, oder nicht? Welcher Schneegolem baut sich bitte sehr in Minecraft einfach so hoch? Das macht alles keinen Sinn. Das ist überhaupt nicht logisch. Nein, Uki, ich bin ganz bestimmt nicht Sim Lucky. Ey, hör auf, sowas zu sagen. Okay, Freunde, jetzt, wo ihr es rausgefunden habt, würde ich sagen, wir schießen einfach die ganze Zeit ab, damit der drauf geht. Haha, du wirst es niemals schaffen, den Enderdrachen zu besiegen. Das? Sim Lucky, gib zu, du bist das. 100%, ich weiß es. Okay, Freunde, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, den Prank aufzulösen. Also, wir verwandeln uns jetzt zurück, Freunde, und let's go. Jetzt bin ich wieder Sim Lucky. Okay, ich hab dich die ganze Zeit geprankt. Warte mal, was machst du denn da? Sim Lucky, ich wusste es. Ich war mir zu 100% sicher, dass du das bist. Komm runter da. Komm her jetzt. Ey, okay, nein, entspann dich. Alles gut, Mann. Rast dich sofort aus. Es tut mir doch leid. Ich hab dich aber wirklich die ganze Zeit geprankt. Und ich war nicht nur der Ice Golem. Ich war sogar der Enderman und die ganzen anderen Mutanten. Hahaha. Das war mir auch schon klar, Mann. Was soll das, Sim Lucky? Jetzt kriege ich dich. Ey, Uki, lass mich in Ruhe. Ich muss hier ganz schnell weg, Freunde. Weg hier.